Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Suicide Snowman und wir spielen Tesla Grad. Ein Spiel, das ich schon lange im Blick habe und jetzt endlich spielen kann. Ich bin mal echt gespannt, wie das hier so abgeht. Es sah für mich echt interessant aus und hoffe, dass es das auch ist. Ist so ein Rätselplattformer, würde ich mal sagen. Schauen wir einfach mal rein. Hier wird erstmal das Kind abgegeben. In Sicherheit gebracht. Oh, die Zeit vergeht ganz schön schnell. Der Gute ist wohl länger unterwegs. Ah, und wir spielen den kleinen Jungen. Alles klar. Mit X springen wir. Ich steuere über den D-Pad, über den Analogstick geht das allerdings auch. Ich finde, die Grafik ist ganz hübsch gemacht. Es hat so ein bisschen seinen eigenen Stil. Klettern können wir auch. Da. Auf. Oh. Okay. So. Kann ich da rüber springen vielleicht? Reicht mir das? Ah. Das war jetzt doof. Oh! Okay. Also, Versuch Nummer 2. Oh, dieses Mal haben wir es nach oben geschafft. Ah, weil es schon nach unten hing jetzt ein bisschen. Oh, oh, oh. Lauf! Hätte ich darüber auf das Haus springen sollen? Ja. Jetzt hängt der aber da unten. Der kommt, glaube ich, jetzt echt nicht mehr hoch, oder? Nee. Ah, verdammt. Oh, knapp. Okay, die Gegner können einen echt gut verfolgen. Feuer. Fallschaden gibt's keinen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach, ich drücke immer X, wenn ich nach oben will, aber dann springt er eben ab. Und das sehen wir wieder im nächsten Screen. Oh! Ach Gott! Oh, verdammt! Schneller! Oh, da hat er mich erwischt. Ich habe gedacht, da kann ich unten drunter vorbeilaufen. Habe ich mich aber wohl geirrt. Dieses Mal gleich ein bisschen größeren Vorsprung rausarbeiten hier. Runterspringen und dann, denn beim Hochlaufen sind wir ein bisschen langsamer. Da können wir ein bisschen Zeit einsparen. Okay. Sind wir in einem Schloss oder was ist das hier? Hier öffnet sich die Tür.
Da oben läuft er uns hinterher. Hä? Okay. Oh. Also wenn ich da drauf springe, dann bekomme ich so einen Schein und kann dann hier mich nach oben transportieren lassen. Kann ich auf die drauf springen? Dann sind sie, kann ich die kaputt machen? Ah, nee, das nicht, aber ich kann es als Sprungplattform benutzen. Hier so sollte ich, glaube ich, eher nicht genau das nicht tun. Schön drüber springen. Nein, nein, nein. Wow. Hier geht's aber nicht raus. Wie komme ich hier raus? Aha, hier in der Mitte ist etwas, richtig positionieren. Was haben wir denn da oben? Handschuh R1 und L1. Mit R1 ist es so ein rotes. Und mit L1 ist es so ein blau. Ah, okay. Und jetzt? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Hier komme ich jetzt nicht mehr weiter, ne? Hätte ich das hier als Plattform? Entschuldigung. Oder muss ich jetzt wieder runter? Da oben ist eine Batterie. Wie komme ich da hin? Okay, das gibt uns auch so einen Effekt hier. Also rot. Und jetzt mal hier rauf und dann auf blau. Dann fällt das runter. Und wir können hier unten drüber. Schön. Kann ich nicht. Ach so, der war jetzt da in der Nähe. Ich bleib mal hier und nach unten mit dem Blauen zum Abstoßen. Wow. Okay, Moment. Gut, hier kommen wir nicht durch. Noch nicht zumindest. Kann ich die auch irgendwie... Nein, den blauen nicht. Verdammt. Also... Ah! Es ist gar nicht so einfach, denn man bekommt den Effekt schon, wenn man einfach nur in der Nähe ist, nur ein bisschen. Jetzt mal warten hier. Oh. Okay, hier ist auch wieder was versteckt, wo man nicht hinkommt gerade.
Was kann ich hier machen? Ah, jetzt wird der nach oben gedrückt. Und hat dann das obere Teil nach unten weggezogen, oder? Wie soll ich das verstehen? Okay. Sollten wir ihn vielleicht rot machen? Jetzt wird er dort weggedrückt. Kann da nicht mehr hin. Ah, und wenn er dann da hinten ist, drückt er das nach oben. Und das Blaue hält es dann einigermaßen oben. So. Also, blau. Verdammt. Ja, super geil. Kann ich das wieder zurücksetzen? Nee. Kann ich das irgendwie wieder zurücksetzen? Das ist jetzt aber doof. Hier ist es doch auch zurückgesetzt. Komm her. Kriegst einen Schlag ab. Und das kriegt einen roten Schlag ab, dass es oben gehalten wird, wenn es dann oben ist und von dem da unten weggedrückt wird. So. Jetzt ist es wieder zurückgesetzt, okay. Also. Geht doch. Ach, das brauche ich dann hier nochmal. Jetzt muss ich wieder zurück und es zurücksetzen. Ach, das ist aber... Okay, jetzt hat es auch funktioniert. Das war vorhin irgendwie, glaube ich, ein bisschen buggy. Okay. Also die mit den X'en können wir nicht ändern. Die aber. Ich glaube, das Spiel kann durchaus richtig kompliziert werden von den Rätseln. So wie ich das gerade sehe oder merke. Da kommen wir so nicht hoch. Aber es ist cool, es hat was. Ah, dadurch hält es sich dann oben fest, klar. Ach Gott. Also nochmal. Rot. Jetzt schwebt er. Ach Gott. Das war jetzt mal doof. Einen Moment warten und jetzt rüber. Hier oben hängen bleiben. Lauf, 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 verdammt. Ach, verdammt. Ich möchte nicht sterben. Nicht schon wieder. So. Och, nee. So, jetzt hat's geklappt. Da drüben. Ah. Na, so. Okay, das war zu kurzfristig. Und jetzt muss ich wieder von ganz oben anfangen. Natürlich. Wie immer, die erste Folge mache ich ein bisschen länger. So. Und jetzt haben wir wieder diesen Effekt-Scheiß. Jetzt hänge ich da wieder zwischendrin. Och Mann. Das ist gerade echt... Noch. Lauf nach rechts. Okay. Wenn der Schwierigkeitsgrad weiter ansteigt, wird es echt interessant, glaube ich. Es ist jetzt nicht so extrem schwierig, so vom Grundprinzip her, aber es ist schwierig, wenn es darum geht, dann diese Jump'n'Run-Elemente da mit reinzumachen. Also, dass dann diese Jump'n'Run-Elemente da mit drin sind bei diesen Effekten. Oh Gott. Also die Kombination von Jump'n'Run und diesen Effekten ist
Nicht ohne, finde ich. So, okay. Oh nee, das war schon wieder so knapp. Ja. Komm ey. So. Rüber. Oben drüber. So, so. Geschafft. Jetzt hier unten aufpassen. Hier stehen. Geschafft. Ah, mit dem Teil kann ich dann auch wieder zurück, wahrscheinlich. Rot. Blau. Zum Abstoßen, ja. Blau und blau. Und es stößt sich dann gleich und gleich stößt sich ab, ne? Was haben wir da unten? Hier können wir uns wegkatapultieren lassen. Ah, dann sind wir wieder hier hinten. Und jetzt kommen wir natürlich nicht mehr vor. Aber es gibt auch Rückwege anscheinend. So. Das Level-Design hier muss auch anstrengend gewesen sein, damit man das echt so timet, dass das so schön da entlang schwebt. Es fühlt sich jetzt nicht so an, wie wenn das irgendwie auf anhand von einem vordefinierten Pfad entlang geht, sondern eher... Was geht denn hier jetzt ab? What the fuck, ey? Krass. Rot? Willst du das da wegsaugen? Ich check das ab und zu. Okay, wenn das so ein Strahl ist, dann zieht das mit Blau. Ansonsten... Das ist aber auch komisch. Der möchte die Dinger hier essen. Also geben wir ihm was zu essen. Okay. What the heck? So, nächster Versuch. 3 Stück, dann fängt er an Feuer zu speien. So, einer hat er. Den nächsten, na, ja. Aber die Musik ist auch schön. Eat. Erstmal hier hinten bleiben. Wow. Das ist gar nicht mal ohne. Ey, das ist ganz am Anfang vom Spiel. What the heck? Was geht hier ab? So. Ja. Nein. Hier. Und jetzt wieder hier hinten bleiben. Ich versuche das mal auf der Seite. Da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Oh, vielleicht auch nicht. Oh nein! Ja, das werden wir doch hier hinkriegen. Echt? Das ist ganz am Anfang vom Spiel. So, einmal. Und zweimal. Und jetzt dann gleich Nummer 3. So. Jetzt dreht er wieder ein bisschen durch. Das Ganze geht ein bisschen schneller. Jetzt ist es wieder langsamer. So, was ist das nächste? Ah, verdammt, das habe ich jetzt selbst versaut. Ja, da hat er's. Da hat er's erwischt. So, und? Den kriegt er auch. So. Los. Das funktioniert dieses Mal ein bisschen besser. Jetzt dreht er wieder ab. Oh, jetzt ist es aber ganz schön schnell. Oh.
Los, jetzt. Ist es schon, verdammt. Was geht? Ich krieg's noch nicht mal ansatzweise hin gerade. Hä? Eben. Okay, so könnte funktionieren, wenn ich das so ein bisschen verlangsame, indem ich gegenlaufe. Und... Oh oh. Ah, es ist geschafft. Alles hält an. Und ich kann nach hinten wieder zurück raus. Aber halt nicht da, wo ich jetzt gerne hin würde. Aber vielleicht kann ich so... Ah, da kann ich hoch. So, das wär's mit der ersten Folge von Tesla grad. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Gerade hier am Anfang, es geht richtig, es steigt direkt volle Kanne ins Game ein, von der Lernkurve echt steil. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei Tesla grad. Bis dann, ciao.